Nadelbaum. Das hier ist auf jeden Fall nicht Sibirien. Nee, das... Was ist denn das? Nicht mal annähernd. Weißt du, wie weit Sibirien weg ist, Mann? Ja. Das ist aber ja hier, das, das südliche Sibirien. Da sieht das genauso aus wie in DayZ. Du weißt, dass Sibirien auch unten ist, ne? Alles, was unten in Russland ist. Ja. Das würde ich jetzt sofort checken, weil deine Informationen ja mal etwas löchrig sind. Ich hab das gelernt in der Schule. Ich hätte aber einen Film gesehen. Ja. Ich werde mal mein Handy fragen. Weil da gibt's diese transsibirische Bahn, die bis nach Dingens durchfährt, bis zur asiatischen, bis zum Meer da, von Moskau. Und an der Strecke entlang gibt's dann Bratsk oder so, das gibt's zum Beispiel. Und das sieht genauso aus wie in DayZ, so eine Großstadt. Und diese ganzen kleinen Dörfer, die dazwischen sind und so, an diesem einen See, das sieht genauso aus wie in DayZ. Boah, gut, dass mein Handy jetzt nicht mehr funktioniert, weil ich das Passwort von meinem Google-Konto geändert habe. Doch, er macht's, okay. Sibirien, Wikipedia. Mhm. Und das, was ganz östlich ist, das ist nämlich nicht Sibirien, sondern genau genommen ist es der ferne Osten. Geografischer Überblick. Und ich hänge an der Hütte fest. mittleres sibirisches Bergland. Also Sibirien hat schon mal überhaupt nichts mit Moskau zu tun, aber ist schon okay. Mann, hallo, das habe ich auch nicht gesagt. Ja, du meinst, dass der Zug durch ganz Sibirien fährt und dann ist der in Moskau. Dass er die transsibirische Bahn ist, also gib das ein bei Google. Ja, ich kenne die transsibirische Bahn, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das hier Sibirien widerspiegelt. Ja, sondern eher Polen bzw. Tschechien oder die Ukraine. Schon alleine, weil das Entwicklerstudio aus der Gegend ist und sie ja eher ihre eigene Gegend da widerspiegeln wollten. Jetzt gehe ich davon aus. Oh, was lacht da? Oh, was das denn? Ach, Quatsch. Das gibt's ja nicht. Gehe ich doch wirklich ein Stanek-Magazin. Dass ich das nochmal erlebe. Auf meine müden Augen. Hallo Tscherno, sage ich da nur. Und hallo Spencer. Dann gib mal bitte bei Google, ich gucke jetzt hier gerade, sibirische Dörfer ein, dann guck mal bei den Bildern. Das sieht genau so aus wie DayZ. Da ist genau das Haus, genau das Haus gibt's in DayZ. Ja, das mag ja sein, dass die Häuser dann vielleicht so aussehen. Aber ich weiß, dass die Landschaft nicht in Sibirien ist, Mann. Also, dass es genauso abgebildet ist, weiß ich. Aber die Häuser und diese ganze Scheiße. Ja, aber das ist ja im russischen... Ob es der eine Berg da steht oder nicht, was weiß ich. Ja, ich meine ja nur. Die Landschaft ist auf jeden Fall nicht Sibirien. Die Häuser, weiß ich. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Senogorsk, dass es das wirklich gibt. Ja, das ist nicht in Sibirien. Bist du eigentlich irgendwo weitergelaufen oder schleichst du da noch in den Bunker rum? Ich bin in den Bunker, weil ich gerade das gegoogelt habe. Okay. So, Tschernogorsk jetzt. Eine Stadt in der Teilrepublik Tscherkassien in Russland. In Sibirien. Ach. Alles Lügen. Das Internet lügt. Da ganz, ganz hinten ist noch so ein Klavierhaus. Also in der Mitte und dann südlich. So einer mongolischen Grenze fast. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Hast du jetzt schon alles leer gelootet, während ich gesucht habe? Ganz Tscherno habe ich leer gelootet. Kann es eigentlich schon weitergehen? Nee, ich kann nicht weitergehen, weil ich muss was essen, aber mein Charakter isst wieder nichts.
Der ist halt stur. Blöder Spasti, ey. Was ist das denn? Alter. Oh ja. Dieser Wichser, ey. Dieser Wichser. Ich, ne? Ja, dieser Charakter, ey. Ja, ich glaube, du musst auf jeden Fall gleich mit deinem Körper verkaufen. Ich hoffe, das weißt du. Wieso? Wenn ich Munition habe. Alter. Sehr, sehr geil. Da wir ja in Polen sind und nicht in Sibirien, Okay, ich behalte die Munition. Der Zug ist abgefahren. Ich geh jetzt erstmal zu dem Klavierhaus und guck, was ich da für eine Waffe finde. Bevor ich hier irgendwie meine Munition verspiele. Ich hab auch Mosen-Munition. Das Hotel sieht echt krass aus, als wenn Godzilla da durchgerannt wäre. Ist er auch. Echt? Ja, hab ich gesehen gestern. Und Modra ist da auch gegengeflogen. Dreifmal. Und Destroyer und King Ghidorah ist auch gegengeflogen. King Ghidorah. Gab's davon nicht noch eine Ultra-Version oder so? Ja, Ultra King Ghidorah. Ja. Und King Ghidorah hat auch ein Baby. Ach nee, King Ghidorah hat damals das Baby von Dingens, von Godzilla angemacht. Angemacht hat er das? Ja. Was ist das denn für perverse Intrigen? Also fertig gemacht, so geschlagen und so. Der hat das Baby von Godzilla geschlagen? Alter. Ja. Ich hoffe, der hat bekommen, was er verdient hat. Ja, einen blauen Superlaserstrahl. Und den Dropkick. Nee, den hat irgendwer anders gekriegt. Und der nicht im neuen drin ist, ne? King Ghidorah? Ja, und der Dropkick. Da gehe ich jetzt mal nicht von aus. So leid es mir tut. Pass! Nee, nicht gar nichts. Was ist denn da los? Och nö! Och nö! Oh, ich extra die scheiß Wiki hergelaufen. Es ist wieder nichts. Ja, you already using something. Ich hasse den Wichser so, ne? Das ist so nervig. Ach, Quatsch. Ist total benutzerfreundlich. Jetzt bin ich erst damn. Also meine Klamotten waren irgendwie geiler als deine. Weißt du Bescheid fürs nächste Mal, ne? Zieh dich erstmal vernünftig an, bevor du mit mir losziehst. Boah! Da musst du mir mal wieder sagen, wo du bist, weil sonst erschieße ich dich. Ich bin in so einer Druckerei. Du weißt ja, wie ich bin. Da ist einer! Spasti bist du, das bist du. Was? Quatsch. Ich habe auch gar nicht so schlimm Lag in Cherno, wie ich eigentlich dachte. Wenn dieser Regen mal nicht wäre. Voll scheiß, dass sie ihn eingefügt haben. Ich finde den eigentlich ganz atmosphärisch. War auch eigentlich nur ein Witz von mir. Ich weiß. Ich wollte dich einfach nur dumm dastehen lassen. Ja. Machst du auch immer. Ja. Ja, müsst ihr halt noch so ein bisschen auf dem Boden plätschern, so wie in Minecraft. Da bist du. Lass mich in Ruhe. Wo ist meine Munition? Nein, ich will doch nichts. Wo ist meine Munition? Hast du eine Munition? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ich kenne sie nicht. Bisschen wahnsinnigen Abhängen. Ich schwimme als King Ghidorah, ey. Der will nur mein Kind verprügeln. Verbrügt. True Story, Alter. Einheizen will er nehmen, ey. Einheizen, Alter. Kleiner Kinderschänder. Hab ich gewusst. King Ghidorah. Den Film hab ich sogar gesehen. Der hat für mich geändert, der kann drei Laserstrahlen schießen, weil er drei Köpfe hat. Das leuchtet ein. Bester Film, ey. Blaze Double Rifle. Verdammt, ey, so ein Bullshit.
Hast du mir gerade bei Skype geschrieben? Ich? Nee. Okay. Schreib dir dann bei Skype, ey. Schreib's mir gar nicht. Schreib dir höchstens mal bei Knuddels. Um mich zu verprügeln, ne? Ja, um den Ort der Schlägerei abzumachen. Den Ort des Verprügels ist. Ja, genau. Den Ort des Verprügels. Boah, wie kaputt das hier alles ist, ey. Das ist ja wie in Apokalypse Now. Man könnte was meinen, wir sind in einer Zombie-Apokalypse. So, oh, hier liegt noch so ein Stück von Modra. Oh nein, da ist er wieder. Schnell weg. Cherno ist auch nicht mehr so gefährlich, wie es mal war. Nö. Aua. Profi, du. Ja, Profi bei der Arbeit. Ich will mir jetzt nämlich noch einen Arbeitsunfall zuziehen, damit ich, Natürlich. Wenn du erstmal zu Hause sitzen kannst und auch nicht abcashen kannst, wa? Guck mal, ich geh mal kurz raus, guck mal, was das war. Deine Mom. Farbe! Jesus fucking Christ, endlich! Endlich kann ich das ausprobieren. Funktioniert nicht. Fucking Enttäuschung. Einfach nur eine Enttäuschung. Boah, ich trinke am besten mal was. So. Dann esse ich noch eine Tomate. Horchi, der fragt mich gerade, wann wir mal Titanfall spielen. Horchi, Alter. Ja, der möchte das mit uns aufnehmen. Who the fuck is Horchi, sag ich dazu mal. Wieso kann ich denn jetzt gerade nichts essen? Na, einer aus dem GameStar, Bros. Bros, yo! Ich glaube, mit mehr Leuten wäre Titanfall, glaube ich, irgendwie noch besser. Noch besser, du findest das doch schon scheiße, nur mit mir. Ja, nur mit dir, ne? Wer bist du auch? Toll. Ich hab gar keine Lust mehr, Titanfall mit dir zu spielen, also wirklich. Ich bin voll nicht drauf, ne? Nee. Alter, das laggt zum Glück gar nicht hier mit dem Essen und dem Trinken. Ja, tut mir leid. Ich dann auf. Verdammt, der hat mich wieder gefunden. Ist ein Green. Ah, scheiße, ich wollte gerade. Scheiße. Hä? Was, oh. Scheiße? Warum ist hier ein Green Paint? Hast du vergessen? Was wolltest du nicht du? Deine Waffe ansprühen? Ja, wolltest du nicht deine Waffe ansprühen? Ja, ich wollte das eigentlich mitnehmen, aber das geht jetzt nicht mehr. Ich spring jetzt meine Waffe an. Du hast keine Waffe. Ich kenne SKS. Verdammt, du hast echt eine Waffe. Hast du echt gedacht, ich hab keine Waffe. Das war meine Farbe, die hab ich gefunden, ey. Put the Farbe on the ground! Die Farbe gegen die Munition. Put it on the ground! Die Farbe gegen die Munition. Alter, ein kleines Schwein, ey. Warte. Fünf Schuss hattest du nur? Ja. Nee. Du hattest doch mehr. Verdammt, hat er es wieder eingesammelt. Nein! Bullshit. Da dachte ich, ich könnte dich übers Ohr hauen. Ich dachte, du sammelst das ein wie so eine Blindschleiche. Genau. Habe ich die Farbe doch eingesammelt? Ach Bullshit, das habe ich dir umsonst die Munition gegeben, ohne dich dabei auszunehmen. Ich dachte auch, was labert der da gerade? Ach verdammt, ey. Ah, ich kann meinen Scheiß damit nicht anmalen. Ja, aber meine Axt kann ich damit anmalen, ne? Geh erstmal meine auch. Und meine Future-Waffe kann ich auch anmalen. Ne, bei deiner Axt geht das nicht. Scheiße, ne? Geht bestimmt nicht. Ich lauf schon mal weg. Jetzt finde ich hier unten noch eine andere Farbdose. Nein. Ich hätte eine SKS finde, ne? Dann fist ich dich hart. Sehr widerlich. Tja, kann man sie nicht aussuchen. Oh, eigentlich schon. Nee. Also in Cherno sind weniger geile Gebäude, als ich gedacht hätte. Ich dachte, die bauen hier noch zwischendurch so ein paar geile Reihen, aber... Oh scheiße, ich habe meine Axt gar nicht ausgewählt in der Hauptbar. Nur in meiner Coldbar. Hey, du hast doch noch ein viel längeres Wochenende als 4 Tage. Klar, was du.
Wo soll ich das denn hernehmen? Freitag, Samstag, ja. Sonntag. Jetzt merkt er langsam, dass es nicht stimmt. Montag? Ach, Dienstag hast du ja gar nicht frei. Oh, was? Echt? Gut, dass du mir das sagst, ey. Ich werde zu Hause geblieben. Oh, ich habe eine andere Farbdose gefunden. Ich glaub, da ist doch ein Klavierhaus hier. Ach, da noch was Geiles. Wo denn? Ach, da hinten. Nee, das ist wieder so eine Fabrik. Wenn du dieselben meinst, was ich meine. So. Sieht doch irgendwie ähnlich aus. Ja, die sehen auch genauso aus. Das ist dieselbe Textur, ey. Da wurde mir einfach so ein Knubbel rangesetzt. Scheiße, ich hasse das. Was hast du? Dass sie das so gemacht haben. Warum? Weiß nicht. Weiß ich nicht, ich hasse einfach nur alles. Ja. Das Leben ist schlecht. Warum liegt hier eine Green Firefighter Axe? Hier war schon jemand. Was? Was hab ich da hingelegt? Als ich die Kettensäge eingesammelt habe. So. Boah, war ich kurz erschrocken, ey. Kann sich gar nicht vorstellen. Wir sind hier wieder alles wegzinken, ey. Ey, da unten ist eine Gasmasse, Junge. Finde ich voll scheiße. Oben liegt nur eine M4, geh wieder runter. Ich hab gar keine M4. Verarscht. Richtig, ich hab gelogen. Hier liegt ein Revolver, ne? Aber du nimmst ihn einfach nicht mit. Nö, ja, hab ich dir überlassen. Hab ich sogar wirklich Platz für. Weil ich so einen geilen Holster hab. Ein Holzner. Hast du weggesnackt, den Holzner? Hält sich für ganz witzig, wa? Du brauchst einen Holzner, guck mal, was da drin ist. Ich glaub, so Magnum, Alter, das haben auch wirklich nur Leute, die wirklich so einen winzig kleinen Schwanz haben. Zum Beispiel John Magnum. Der musste einen Ferrari fahren, einen Schnauzbart haben und einen Revolver. Deswegen musste er einen winzig kleinen Schwanz gehabt haben. Er hatte keinen Revolver, das ist eine Pistole. Eine P2500 hatte der. 2500, soll ich das jetzt auch noch googeln? Wie hieß denn nochmal diese eine Waffe? Oder P250? Die gab's aber kaum für die. P250. P370 war das, weiß ich ganz genau. 110% ja? Sicher bin ich da. Bei mir läufst Mensch. Du ganz schön tief im Boden, ey. Du auch? Los? Du bist voll vor Scham in den Boden versunken, wa? Hilfe, ich häng fest. Dass man hier immer noch an diesem Regal festhängt, ne? Das ist wirklich, also, dass da keiner drüber nachgedacht hat. Ey, klar, willst du einen Apfel da haben, sagst du? Hab ich den mal gelassen. Wenn ich so ein Gönner bin. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt läuft der schon wieder weg. Alter, wie viel Snaploader ich hab. Ich glaube, ich muss mir mal einen mit einer Schrotflinte verpassen, ne? Lieber nicht. Einfach nur so. Guck mal, hier sind echt doch kein Begegnender, die sind alle oben im Norden. Oder wir treffen die gleich. Oder wir treffen die gleich, eins zu weit. Captain Cosmos ist hier nämlich drauf. Guck mal, was kann ich. Hier ist der Ort, wo du das erste Mal gute Arbeit geleistet hast. Boah, das war echt gut, ey. Das war nach 200 Folgen. Ich hab hier echt gute Arbeit geleistet, ey. So wie ich heute Morgen mit den zwei anderen, ey. Was ich leider nicht aufgenommen habe. Ja, auch heute Morgen mit den 7 anderen, die ich erschossen habe. Dann habe ich noch 5 Menschen gerettet und 30 Hunde getötet. Eigenhändig mit meinem Bein. Ich habe gehört, du hast Welt der Wunder-Magazin gelesen. Ja. Während ich essen war. Da war Uwe Seeler übrigens. Ne, der war nicht da, aber er sollte eigentlich kommen, aber ich glaube, er kam nicht. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Uwe Seelachs? Uwe Seelachs, der hat da Seelachs gegessen. Du kannst mit dem über dein Lieblingsthema Fußball reden. Ganz genau. Gleich auf den gestürzt, ey. Dachte mir, Alter, Uwe Seeler, ey, lass mal ein bisschen. Uwe Seeler, der ist doch oben in Hermannsburg. Ja, der ist jetzt auch nicht so crazy, wa? Ja, doch, die haben hier so eine Mannschaft und dann ist er auch mal da.
Ja. Kann ja sein. Was ist denn da? Also ich auch keine Waffe. Also oben ist keine Waffe. Haben wir schon mal die Waffen gezogen lassen, wenn wir zum Airfield gehen? Ah, ist ja noch ein Stück. Bum bum, tot. Oh, ist ja noch ein Stück. 5 Minuten später. Hätte ich doch mal die Waffe gezogen. Ja, das ist ja so ein Moment, da kann man einen guten Schnitt setzen. You are getting wet. Mittlerweile bin ich wet. Und? Jetzt? Bei diesem Container da. I wanna make you wet. I wanna make you wet. Du machst mich bestimmt nicht wet. Wet Empire, you. Wet Empire. Gutes Spiel. Ja, ich hätte ja überlegt, ob ich die mal für uns nachgucke. Die sind neu, da soll sogar Loot spawnen. Waren die direkt nach Bergen Belsen, oder was? Die sehen so ein bisschen so aus. No. Ich stand mal in so einem Waggon drin, das ist ja voll schrecklich. Ja, weiß ich, da hast du bestimmt geweint, als du da standst. Warst du da auch schon mal? In dem Container? Nee, warte, bei einer Führung oder so. Das ist 1000 Jahre her, ich glaube, ich war da mal, ja. Fand's langweilig. Das soll dich auch nicht unterhalten. Glaub mir, wir waren gut unterhalten. Unsere 13-jährige René damals wollte unterhalten werden. Das ist voll LW hier, mach doch mal was Neues. Ja, da hatte ich auch noch schwarze Haare. Und so eine Knastträne auf der Wange gemalt. Ja. War oberkörperfreie Haut mit Kopfhörern. Oberkörperfrei war ich auch da. Mit Kopfhörern. Mit Kopfhörern, richtig. Ab nach Terminus. Ja, machen wir jetzt auch. Ach, hier vorne ist schon Terminus. Ich weiß nicht, eigentlich macht's voll keinen Sinn, dass ich meine Waffe ziehe, weil die kann eh nur 1 Meter weit schießen. Oh, meine kann weit schießen. Ja, aber du triffst ja nichts. Tutu. Wir splitten uns nicht, wa? Oder machen wir einen Split? Nee. Wo war denn nochmal der Split? Das hattest du irgendwann mal gesagt. Was Split ein Split denn sei. Das war auch ein DayZ. Das war so ein DayZ-Split. Ich weiß echt nicht mehr, was du meintest. Ich auch nicht mehr. Toll. Ich kann das ja Rollstuhl an die beantworten. Der hieß nicht so. Ist ja im Rollstuhl Uwe. Nee, da hieß der auch nicht. Rollstuhl Peter. Nee, das ist einfach nicht witzig genug. Rollstuhl Ingo hieß der. Nee. Obwohl Ingo, das geht schon eher an. Doch, der hieß Rollstuhl Ingo. Das kommt meiner Denkweise schon sehr nah. Rollstuhl Ingo hat einen schönen Flow. Doch, das kann sogar sein. Also ich sag mal 60%, ich könnte das richtig sein. Und die mit dem fetten Arsch, die hatte auch einen Namen. Wer? Ja, das Bild. Der Rollstuhl irgendwo. Paradise. Egal. Das kann jetzt dein Gehirn wieder abgeschaltet. Was denn? Ich muss gerade träumt, ne? Ingo. Hä? Oh, Ingo. Ingo Appelt. Das ist doch dein Held.